Sie sehen hier einen ganz normalen Sportschuh, nicht gerade von der billigen Sorte und von einer Markenfirma. Der Schuh stand ziemlich lange im Schrank und ich wollte ihn jetzt mal wieder rausholen und dann auch mal wieder tragen und anprobieren. Der Schuh stammt von einem Markenhersteller und die Marke wurde natürlich abgeklebt, weil ich mal denke, dass da alle Firmen das gleiche Material verwenden. Und man sieht schon, äußerlich ist der Schuh eigentlich noch top, bis auf ein paar Stellen, wo ich jetzt gerade schon festgestellt habe, dass etwas mit dem Schuh nicht stimmt. Man sieht hier schön von unten, der Schuh wurde kaum benutzt. Als ich den Schuh dann rausholte, sah ich diese Stellen und habe mal einfach ganz vorsichtig den Fingernagel da rein und man sieht, der Weichmacher des Schuhs löst sich hier komplett auf. Und man kann also im Grunde ganz einfach hier mit dem Finger reinstechen. Ich werde natürlich gleich mir ordentlich die Finger waschen. Und das gleiche, man sieht schon, einfach nur hinten Finger drauf halten. Und der Schuh fällt auseinander. Den Schuh jetzt angezogen und einmal geknickt, dann hätte man gesehen, das Ganze löst sich doch hier alles in Wohlgefallen auf. Hier komplett ein merkwürdiges Material, welches dann auch komplett zerbröselt. Ausgestattet mit einem Luftpolster, aber wie man hier so schön sehen kann, das Polster ist noch vorhanden, funktioniert sogar noch, aber alles, was drumherum ist, fällt auseinander. Es ist schon erstaunlich, was dafür an Material verwendet wird. Also nicht, dass sie ich ziehe hier ordentlich dran, sondern ich löse eigentlich ganz leicht das Ganze voneinander. Und auch hier das ganze gesamte Material, da ist anscheinend wieder ein Luftpolster drin. Das nach wie vor funktioniert, aber alles andere ist eben Schrott. Ich möchte jetzt gar nicht weiter an den Schuh rumbiegen. Wie man sehen kann, alles fällt auseinander. Ich muss natürlich dazu sagen, der Schuh ist schon sehr alt. Geschätzte, na, sagen wir mal 25 Jahre alt. So lange steht der Schuh im Schrank. Und hat eigentlich seine Pflicht erfüllt. Wenn ich ihn angezogen hätte, hätte ich wahrscheinlich einige Jahre Spaß daran gehabt. Aber so hat der Schuh sich einfach nur kaputt gestanden. Also liebe Leute, bevor euch sowas passiert, tragt eure Schuhe, weil irgendwann fallen die von alleine auseinander. Nicht, dass man meint, man kann sie jetzt wegstellen und in 10 oder 15 Jahren dann wieder anziehen, der löst sich komplett auf.